Hallo. Servus, liebe Freunde der Sonne. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Forest, Staffel 4 sozusagen. Warte, ich muss noch was machen. Ich verstehe jetzt nicht ganz, was ich machen will, außer mein Headset rumzuhauen. Jedenfalls. Es geht mal weiter. Es ist ja eigentlich seit der letzten Staffel doch schon ungefähr 8 bis 10 Versionsnummern her, ja? So, da bin ich jetzt wieder. Ich musste unbedingt das Licht ausschalten. Ja, schön. Braucht's auch. Ah, man kann sich sogar mittlerweile. Ist ja nice. Das ist ja gut. Survival. Kann sich mittlerweile schon ein bisschen umschauen, hier alles. Im Flugzeug. Man kann das Ding da einsammeln, das Buch. Jetzt müsste aber gleich mal hier der Absturz kommen. Hey, ich sitze auf der anderen Seite, gell? Was? Ich sehe die aber nicht. Das ist kein Junge. Ach so, du bist auch mit dem Flugzeug. Ach, ist ja lustig. Das ist eine nette Änderung. Also Domi sitzt jetzt irgendwo da vorne oder da weiter hinten. Ich bin Neger. Schützt auch ab. Oh! Voll die Birne angehauen. Das ist ja ganz interessant eigentlich. Dass der jetzt auch das Intro miterlebt, anstatt dass er einfach nur eins baut. Sozusagen zwei Leute, die überlebt haben. Mitsamt so. Mhm. Da. Den haben sie rot angemalt, bloß damit er nicht schwarz ist. Fett. Wichser. Klaut mir einfach den Jungen. Das war meiner! Hey, du flackst am Boden. Da ist ein Kerl vor dir. Mhm. Und nimmt den Jungen aus dir raus. Domi ist direkt am okay, es ist noch nicht Moment. So ideal gemacht. Aber es ist noch so. Wie du hinterher rennst. Ja, es ist halt etwas asynchron, das ist das Problem. Ja, das müssen sie noch machen. Jetzt frisst du mir die Sachen weg, oder was? Hallo? Ja. Geht's noch bei dir? Also, wir sammeln hier wieder alles ein. So, die Passenger List. Ist wichtig. Und warum stecken in ihr zwei Äxte? Ja, eine für dich und eine für mich. Ist aber lieb. Weil die steckt bei mir in ihr drin. Ja, bei mir steckt auch eine drin. Aber nur eine. Alter, was ist das für eine Maussensitivität? Also bei mir ist nur eine drin gewesen. Ich will erstmal die Maus einstellen. Oh, gute Idee, bei mir ist die auch ein bisschen extrem. Also, einen Augenblick bitte. Ich glaube, die kommt gar nicht einstellen. Das lustige wäre, doch. Ah, die ist eh schon so weit unten bei mir. Krass. Ja, schon, ja. Bei mir auch. Also. So. Wo sind wir denn abgestürzt eigentlich? Hier. Ich glaube, mittendrin. Ja. Erstmal wieder eine Basis errichten, würde ich sagen. Definitiv. Ja, auf jeden Fall. Wir kennen es ja schon ein bisschen. Ja, sowieso. Nach drei Staffeln müssen wir es eigentlich kennen. Es sind halt immer wieder ein paar neue Sachen auch dabei. Staffeln. Nee, sind immer wieder ein paar neue Sachen dazugekommen, das ist ja logisch. So richtig voll gefressen. Ja, viermal, gell? Nach dem dritten war der Magen. Also nach dem zweiten war der Magen schon fast voll. Nach dem dritten ist er ganz voll. Also ich hey, jetzt hast du ja die ganzen Koffer schon aufgemacht, ja. Also ich würde auf jeden Fall mal sagen. Ja, aber die Sachen sind drin, glaube ich, noch. Kann das sein? Wir müssen irgendwo eine Basis richten, wo Wasser ist, würde ich sagen. Und ein bisschen weiter in weg der Nähe vielleicht. Auf jeden Fall, ja. Ein bisschen weiter weg vom Flugzeug. Vielleicht wieder mal am Strand. Haben wir es halt leichter zu bauen, glaube ich, oder? Ja, da gibt's halt nicht ganz so viele Gefahren. Oh, das dir hier ist geil. Das ist gut. Geil. Also aber ich habe schon mal einige Steine. Na, würde ich nicht machen. Da unten nicht. Da sind halt keine Bäume mehr. Das ist das Problem. Also ja. Ich bin schon voll mit Steinen. Okay, zoomen wir uns woanders. Also ihr Süßwassersee. Von mir also so viele Koffer sind oh, hier nicht, gell? Ich habe ein Dorf gefunden. Toll gemacht. Ich weiß, da sind schon viele Dörfer. Koffer. Hier? Mhm. Ja, die meisten sind schon offen. Hey. Ach, schon mal drei Seile gefunden. Sehr geil. Warte. Ja. Kann man nicht kaputt machen. Schade. Wo sind Seile? Warte. Schwarze. Die mal. Oh, halt. Nee, geht nicht. Man kann nämlich die schwarzen Bären aufsammeln mit dem... Ja. Mit dem... Vom... Und dann nichts damit machen. Mit dem Fell vom... Schaf. Nee. Von dem Hasen. Doch, da kannst du schon was machen. Das kannst du mit Pfeilen kombinieren. Wenn's gibt. Echt? Das ging früher nicht? Ja, dann wird's Giftpfeile draus. Ah, ich hatte mir schon früher immer gedacht. Wo sind jetzt die Seile? Ah, hier sind noch wo einige. Wo bist denn du? Warte, das siehst du doch. Ich sehe dich nicht, weil du weißt, so krass überblendet. Ich sehe keine Koffern. Schrift. So, nach rechts. Du musst einfach nach rechts laufen. So, da wo ich stehe ungefähr. Da wo du standest, oder? Da musst du hinlaufen. Ja, glaube ich. Weiße Bären mag ich nicht.
Ist aber lecker. Nein, Schneebeeren. Nicht weiße gut. Erdbeeren. Also ich habe jetzt immer noch kein Wasser gefunden. Ich möchte nämlich Wasser finden. Das ist wichtig. So, hast du eine Zeit im Auge? Zeit? Aufnahmezeit. Nein. Sehr gut. Läuft. Läuft. Ich habe noch ein Dorf gefunden. Scheiß geil. Dorf. Ah, da ist das Dorf. Gibt's doch gar nicht. Sag mal, hier sind lauter Dörfer. Wunder. Super. Mein Jäger ist daheim. Ich habe schon auch schon sehr viele Serie. Seile sind nämlich erstmal ziemlich wichtig. Krass, ich habe Dynamit gefunden. Kranker Scheiß. Aber hier sind gar keine Leute. Ja, wahrscheinlich noch nicht. Nicht der. Ah, ein Seil. Ach, vier Dynamit gefunden. Drei Seile, sehr nice. Drei Seile. Viel mehr kann ich hier nicht nehmen. Also ich habe, also bevor wir überhaupt irgendwas erreicht haben im Bauen, wir erstmal einen Haufen Zeug gefunden. Gleich mal einen Bogen bauen. Und vielleicht noch eine Axt gleich bauen? Nice, jetzt nehme ich den aus. Der Kommodo-Varan. So ist er. Ich kann den nicht mehr einfach nur noch so eh und dann fertig, sondern ja, ist ausgenommen. Visuell gesehen, gell? Ja, ja. Und zeitlich gesehen. Ja, logisch. Hast du schon was gefunden? Was interessant? Ja, noch ein Dorf. Geil, Uwe. Toll. Oh, noch so, da? So, ich schau da mal in eine andere Richtung. Ja, ich kann nicht mehr so was tragen, scheiße. Ah, Soda einfach mal trinken. So. Jetzt kann ich wieder Soda tragen. Und hast mehr Ausdauer wieder. Clove Collector, sehr geil. Ah. Noch ein Seil. Hier könnte Wasser sein. Mann, hier ist ja... ist kein Wasser. Das ist ja krass, hier sind... Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hütten. Geil, oder? Super geil. Oh, Fogi, Fogi, Fogi. Da unten ist der Strand, da sind schon ganz schön weit oben. Federn, geil. Hab Federn gesammelt. Ah, sieht richtig nice bei dir aus, ja. Ja, das sieht aber nämlich wichtig. Ich habe einen neuen PC, habe ich natürlich die Möglichkeit, mit viel besserer Qualität aufzunehmen. Zack. Hä? Hey. Geil, du kannst die Leichen schlagen, die da hängen, und dann kommt, fällt irgendwas raus. Geil. So. Ha, ich habe den gibt's auch. Flugzeuginsassen gefunden. Mit dem Sitz Nummer 1. Was ist das denn? Hat sich der Abdruck in seinen Arsch ja, genau. Der Hoxie, der war nämlich so blöd und hat sich auf die Nummer draufgehockt. Also hier hinten ist noch nichts wirklich Gescheites dafür. Boah, was ist das für ein Scheiß? Aber es kommt? Ah, hier habe ich auch wieder so einen Varan gefunden. Hey, halt! Halt! Hey! Nicht so schnell, nicht so schnell! Halt, halt, halt! Stopp, stopp, stopp! Ah, man, stimmt, tatsächlich, man weitet hinaus, ist wohl neu. Hier war doch noch ein zweiter. Er ist weg. Wohl. Gut, da ist Wasser. Ich habe Wasser gefunden. So. Süßwasser oder Salzwasser? Ich glaube Süßwasser, aber es ist halt... Groß, ja, da brauchen... Nee, ich kann es nicht trinken. Das ist wohl Salzwasser. Ja, schlecht, weil ich würde nämlich schon gerne irgendwie ein bisschen für... Ja. Oh, ein Reh. Müssen wir weitersuchen. Weil da kann man mit Töpfen wunderbar immer schon mal Wasservorrat haben. Also da kann man nicht in die Gefahr laufen, dass man verdurstet. Ja, wobei die ja immer gern beim Laden geleert werden. Was? Soll auf die andere Seite gehen oder auf deiner bleiben? Auf meiner. Ich habe vorher Aluhut gefunden. Buß. Ja, egal, ist wurscht. Ich habe jetzt hier genug eingesammelt bei dem Dorf. Ich schwimme ein bisschen. Wo bist denn du? Warte mal, wo bist du jetzt? Da hinten. Gut, dann lauf ich da lang. Ich habe Wasser gefunden. Ja, aber da ist ein Dorf daneben. Richtig. Moment, ist das Süßwassersee? Bei mir? Nein, ist er nicht. Nee, bei mir gerade. Ich habe es gerade probiert. Und was war? Gestorben. Leben verloren. Aber das heißt ja nur, dass es dreckig war. Mhm. Dachte ich. Oh, hier sind Leute. Ja, musst du aufpassen. Außerdem, man sieht ja, dass sich immer seinen Typen anschaut. Sieht man auch ab und zu bei Starts, currently feel good oder infected und so weiter. Muss man aufpassen. Die sind zwischen uns. Was ist wo? In deinem Notizbuch. Ist ab und zu auch der Status, wie du dich gerade fühlst. Mhm. Entweder gibt's, wenn du dich gut fühlst, ein bisschen infected, oder eben krank. Wenn du infected bist, also
ja, infiziert, musst dich ausruhen oder Aloe fressen. Wenn du infiziert, wenn du dann krank bist, musst du Aloe fressen. Ich weiß bloß nicht, wie es sich auswirkt, wenn du, wenn du nichts machst, nichts unternimmst. Vielleicht hast also du naja, schon also ich habe den Flugzeugkopf gefunden. Und hier sind lauter welche, von denen die jetzt rumkrabbeln. Mhm. Also ich muss ja sagen, wenn ich wirklich ein Dorf gesucht hätte, hätte ich gar nicht weit gehen müssen. Mhm. Hier direkt neben dem Flugzeug ist nämlich eins. Ja. Noch, ja, wie viele Hütten sind denn hier? Ist hier voll die Scheiße. Warte, das machen wir wieder kaputt. Zack. So. Ach, ist ja lustig. Ich habe eine Flare Gun. Aber die ist ja jetzt gar nicht mehr so hammer. Nein. Vor allem, weil die nicht unendlich Schuss hat. Hey, kann man hier was wegsprengen? Nee, kann man nicht. Hasi, Hasi, hey Hasi, halt, Hasi. Nicht Haken schlagen, halt. Wo könnte denn hier Wasser sein? So. Ach, da hinten bist du. Da ist auch ein Dorf. Ich suche noch einen Hasi. Hasi, 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 Hasi. Wo ist er hin? Da ist er. Nee, nicht geschafft. Ich komme jetzt zu dir, der Hase führt mich. Scheiße. Bin unterwegs. So, das ist ein Untergang. Was? Sofort hierher. Hm. Komm sofort hierher. Nee, zurück. Oh, da sind auch wieder welche. Die kann man ja gar nicht treffen. Die bald scheiß Krabbel. Ha! Erwischt. Ja, hier sind lauter Leguane, Reptilien. Ah, sie haben mich nicht entdeckt, glaube ich. Oh, ich hab den Beutel. Du dumm Beutel. Moment, wo bist du jetzt? Da hinten. Du bist ja doch auf die andere Seite gegangen. Jetzt schon, ja. Ja, ist ja wurscht, dann bleiben wir, dann gehen wir halt rüber. Bis sie da. Oh, Schildkröte! Nice. Oh ja, sammeln einen wegen dem Panzer. Und noch eine. Ja. Kann man machen. Was? Aber jetzt müssen wir irgendwie mal einen See finden. Erwischt. Ah, hier lauter Chicory, wie es heißt. Ja, Chicory. Kann man gut kombinieren. Es regnet, die Erde wird nass. Krokodile gibt's hier vielleicht auch irgendwo. Krokodile? Ja. Echt? Hm. Nice. Schneebären. Nein, die mag ich nicht. Mag ich nicht, mag ich nicht. Mag ich nicht. So, also Domi, ich verfolge dich. Wir haben bisher noch eine zweite. Was? Naja. Zweite. Aber du kannst du herkommen, erst. Ja, ich sehe schon. Warte, ich soll mich noch rein. Ach, ich kann zwei Panzer nehmen, super. Einen auf den Rücken, oder? Also was auf jeden Fall wichtig ist, dass du immer wieder ein bisschen Aloe im Gepäck hast. Ja. Weißt schon wegen dem, wenn du infiziert bist. Noch keins gefunden. Ich hab eins. Hier ist übrigens wieder ein Dorf gegangen. Schon wieder? Ah, tatsächlich. Aber keine. Oh, jetzt hab ich's kaputt gemacht. Ah. Ups, jetzt hab ich's kaputt gemacht. Diese scheiß Hoppelhasen. Ich sehe dich. Ich hab's wieder gefunden. Geh mal da rüber, oder? Warte. Nee, geh mal nicht. Nee, ich komm ja von da hinten. Nee, kommst du nicht. Hier sind Zelte, die schauen immer an. Also, wird auf jeden Fall, liebe Freunde, eine Folge mit, wie soll ich sagen, wenig Siedlungsbau oder sonst irgendwas, sondern reine Erkundung. Auch was Schönes. Lauter Zelte. Und ist da was? Zelte. Ja, das sagtest du bereits. Dann weiß ich auch nichts. Nee, an den Zelten ist nichts. Die sind vielleicht noch nicht fertig. Zack. Machen wir den kaputt machen? Nee. Nee, hier ist auch nix. Ah, kein See. Gibt's jetzt noch keinen See? Aloe habe ich gesammelt. Ist ja geil. Echt? Wo? Ja, wieder bei den Zelten. Übrigens, die Flugzeugspitze habe ich gefunden. Ja. Wo ist die? Im See. Welcher See? In dem wir schwimmen. Ah, da findest du ja, glaube ich, die Flare Gun, gell? Also die Signalrakete. Signal. Unter anderem das. Halt Signal. Pistole. Gewehr. Leck mich am Arsch. Ach, ich brauche keine. Ist aber noch eine interessante Notiz drin. Wo ist die? Na, egal. Nix. Nur Schluss, aus, Ende.
Denn oben wird wohl keine sein. Wir müssen mal wieder tiefer in den Wald rein. Weil da ist meistens sie. Du wirst vom Hasen verjagt. Ah, hier ist Wasser. Du wirst von einem Hasen gejagt. Aber hier ist kein Wald. Stimmt. Aber Wasser. Speer ist ja auch keiner, oder? Nee. Alter, das Wasser kannst du nicht mal trinken. Doch, kannst du. Ich kann's. Es ist verschmutzt. Ja. Ja. Hätte ich mir nicht früher sagen können. Nein. Aber hübscher Wasserfall, muss ich sagen. Sieht man das eigentlich, wie ich den ausweile? Schau mich mal an. Ja, das ist jetzt zu spät. Scheißegal, komm mit, wir müssen wieder tiefer in den Wald rein. Du gehst in die falsche Richtung. Nein, der Wald ist da hinten. Ja, aber da waren wir doch schon. Ich würde halt da in den Wald da gehen. Ja, wir haben ja den ganzen Wald noch nicht untersucht. Wir sind nur in eine Richtung gegangen. Ich habe ja noch einen großen See gefunden, aber das ist das Loch. Weiß ich. Ein großer See. Naja, gut, groß ist jetzt auch nicht, aber ein bisschen groß. Ist das vielleicht der Süßwassersee? Das könnte sein. Aber ist trotzdem nicht viel Wald in der Nähe. Nein. Bambi, komm her. Nee, ist voll mit Fleisch. Hey, ein Waschbär. Bin ich jetzt infiziert? Ja. Siehst du? Find a way to cure oder. Ja, ist ja wurscht. Warum bist du infiziert? Wahrscheinlich durch das Dreckwasser. Oh, du Drecks. Was trinkst du da? Ja, muss ich mal probieren. Riecht komisch. Schmeckt auch so. So, als wenn wir jetzt endlich mal unsere Basis errichten, irgendwo mitten im Wald. Speer? Nein, ich muss auch mal aus der Puste sein. Welches denn? Das Reh? Waschbär. Genauso wenig wie die... Rennt aber genau zu dir. Genauso wenig wie die Eingeborenen, die kommen auch nicht aus der Puste. Ja. Hier, es rennt genau auf dich zu. Bin ich teilweise ein bisschen blöd. Ich will keinen Waschbären. Warum nicht? Den schenke ich dir. Ach, Scheiße. Wo bist du? Oh. Was ist denn bei dir? Ich gehe gerade wieder runter zum Strand. Ich möchte mich da hinten im Wald rein. Oh, oh, gefährlich, gefährlich, gefährlich. Hui, hat kein Leben gekostet. Sehr nice. Das schon. Gehen wir mal nach links. Also wir sind echt... ich war übrigens an der Küste da. Ja, ich weiß nicht. Ui, da ist das hoch hier. Ich möchte halt einen Ort finden, wo viel Wald ist, wo du schön abholzen kannst und trotzdem geschützt bist. Zack. Ich glaube, hier unten bin ich falsch. Glaube ich auch. Ja, wir sind da. Ach, ein Ast. Da drüben habe ich schon ein bisschen Parkour machen hier. Da oben ist nichts groß. Da war ich schon. Ja, dann gehen wir vielleicht mal auf die andere Seite. Weil ich möchte einen schönen Platz finden. Idyllisch, schön mit See und Wald. Geil. Man muss wählerisch sein hier, merkt ihr das? Geh mal kurz in das Buch rein. Hast du überhaupt schon reingeschaut? Na ja. Jetzt wird's langsam Nacht. Scheiße. Leck mir am Arsch. Was ist hier? Ah, das ist gut. Das ist gut. Ach so, sag bloß, die kann man nicht. Wie komme ich denn zu dir wieder? Es gibt ja Blaubeeren, Schwarzbeeren, weiße Beeren, ja? Da gibt's noch so andere, die werden fast nicht angezeigt. Die kannst du auch nicht einsammeln, aber du kannst sie fressen. Toll. So viel wie es hier regnet, müsste eigentlich durch sich irgendwo automatisch einen See ergeben. Und der aber gleich wieder abfließt. Ohne Witz. Physik? Mhm. Ach, jetzt habe ich das große Dorf wieder gefunden. Scheinbar. Hast du toll gemacht. Zack, geht damit. Den Eingeborenen die vergifteten Büsche verwehren. So. So schaut's aus. Und dieser Sack ist dunkel. Ja. Bei mir nicht. So. Irgendwo muss jetzt hier mal ein See rauskommen. Sofort. Los. Zack, zack. Hä, Leute, ist denn da hinten Eingeborene oder ist das nur Sonne? Schaut nach Sonne aus. Ja, ist Sonne. Halt, Sonne, lauf nicht weg.
So. Hier, glaube ich, wird's wärmer. Und? Natürlich nichts. Oh, Koffer gefunden. Wir haben Löffel gefunden. Gute Arbeit. Ja. Jetzt wird's bei mir auch langsam ziemlich dunkel. Black and Wash. So, jetzt ist heller. Ah, hier ist ganz viel Kleidung. Ach so, ja, wenn man die einsammelt, ja. Du, die ist praktisch. Ach so. Ja. Ach, ich habe Aloe Vera gefunden. Aloe Mora. Hier muss irgendwo ein Sieg sein. Oh, mir ist kalt. Mir auch. Mein Bildschirm friert ein. Mhm. Spider-App. Ja, die Spider-App. Naja, nicht ganz. Ich habe was gehört. Also nachts kann man hier ein bisschen beschissen erkunden, glaube ich. Ja, ich habe was gehört. Irgendjemand hat einen Witz erzählt. So hat er gemacht. Noch einer Witz? Ach du Scheiße. Moment, das haben wir gleich. So, friss das. Oje. Bisschen provokant hier, gleich mal. Zack. Hier sind Eingewohner bei mir. Ja, dann komm her. Lauf mal nicht die ganze Zeit weg. Ja, ja, ich kann ja auch nicht anders. Singide. Ah! Bitches. So. Das ist meiner. Pussitan. Bist du jetzt wieder da oder nicht? Nein, jetzt lauf halt nicht die ganze Zeit weg. Wie, lauf nicht weg? Du läufst, du machst ja nicht mal, gibst dir nicht mal irgendwie ansatzweise Mühe, zu mir herzukommen. Na, laber. So, endlich. Ich suche nämlich endlich mal so einen geschissenen See. Ja, wir verstehen uns. Hier ist aber keiner. Kann ich ja nichts dafür. Feige Wichser. Feige Kröte. Weil See ist nicht schlecht. Ah, ein Koffer. Was meinst du? Hä? Haben Sie gefunden? Soll ich im Kreis gelaufen, oder? Wow, direkt vom Loch. Sehr geil. Hier bauen wir unser Lager auf. Ja, hier kann man trinken. Sehr geil. Sehr gut. Nee, hier bauen wir keins. Warum? Großer Habbaum. Heiligtum von, Viechern. Himmel, Herrgott, Sakrament, Normre. Beim Privatsee wird's wohl nix haben. Nee. Das weißt du, ich habe ja schon eingesehen, dass hier keinen privaten, private Villa gibt. Okay. Aber nicht mal einen privaten See ist scheiße. Ach, da ist ja das Loch, da will ich nicht hin. Da sind wir in Staffel 3, glaube ich, da haben wir es dann auch beendet mit diesem Loch, weil ich da abgekackt bin und mein Zeug nicht einsammeln konnte, weil ich abgestürzt bin. Ist das ein See oder ist das... Nee, es ist irgendwie irgendwas anderes. Sind wir denn jetzt? Ich habe jetzt gerade keine Orientierung mehr. Ja, mal auf einer Insel sind wir. Weißt du, auf der mit viel Wald. Logisch. Danke. Bitte. Nicht hätte. Da ist schon wieder das Loch, sag mal, ich hab's Gefühl, ich will wegrennen vom Loch und dann komm jedes Mal näher dran. Du, da hinten ist Winter. Hä? Da ist Schnee. Also bei mir ist kein Schnee. Nee, da hinten. Komm mal her zu mir. Ja, hier können wir unser Lager aufbauen. Ja? Wo ist denn du? Da. Ist da Wasser? Wasser und Wald. Super. Ich habe einen Waschbären gefunden. Und schmeckt er? Weiß nicht. Ich habe nicht geschlachtet. Warum nicht? So halt. Müssen wir Bäume fällen, müssen wir jetzt. So. Ah, du bist auf der anderen Seite vom Loch, scheiße. Wie Loch? Er muss halt ums Loch rumgehen. Ich fäll da mal weiter, okay?
Nee, ich schwimm durch. Warte, ich brauche noch ein Lagerfeuer. Und singt das Lagerfeuerlied. So. Oh, hier kann man was hochsprengen. Schau mal an. Was kann man? Was zum Loch hochsprengen. Da ist was drin. So, ja. Ja, das war bis jetzt immer mega sinnvoll. Weißt du, wie ja, wir uns im Mauer geschrottet haben? Wir haben das Ding umgebaut und so ein Loch und dann, ach, das kann man ja sprengen. Ja, jetzt will ich aber die Mauer nicht mehr anreißen. Naja, schauen wir mal, vielleicht passiert nichts. Bäh, die ganze Mauer alles weg. Zusammengehaut. Ist ja langsam mal Zeit für einen Cut, oder? Ich weiß nicht, ich wollte noch schnell das Ding zu Ende bauen, dann kann man sich halt speichern. Das ist mir wichtig. Mal speichern ist wichtig. Und ich glaube sogar mittlerweile, dass die Bäume nicht mehr so aggressiv sind, wenn sie auf irgendwas drauf fallen. Weißt schon. Nee, weiß ich nicht. Oh ja, jetzt können wir ja perfekt noch eine Bank bauen. Moment mal. Ich brauche eine Bank. Fritten, gut weiß. Bank. Wie ist es bald mal da? Ja, speisen wir noch drauf, gell? Hahaha, sind wir wieder lustig. Ich nehme, wenn du nicht aufpasst. Erstmal anzünden hier, dass es warm wird. Ja, plan mal die Bank. Hab ich schon, so. Aber ich kann noch was anderes bauen. Warte, 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 ich plan noch schnell einen Garten. Wo ist er denn? Es sieht geil aus, Garten. Guck dich mal an. Guck dich mal an, du Neger, du. Jetzt bin ich schon wieder der. Ja, guck dich halt mal an. Los, bau, fertig. Wir speichern mal. So, eins. Dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Adios. Tschüss.